Die Kugel für mich ist schon gegossen, das sagte Matthias Erzberger, wenige Tage vor seiner Ermordung. Mit ihm wurde erstmals ein Politiker der Weimarer Republik von Rechten ermordet. Menschen, Ereignisse, Geschichte. Der MDR Kultur Stichtag. Vor 100 Jahren war das, am 26. August 1921. Matthias Erzberger, also konservativer Reichstagsabgeordneter im Kaiserreich, dann Finanzminister der Weimarer Republik. Und im Ersten Weltkrieg hatte er aber ein wichtiges Waffenstillstandsabkommen unterzeichnet. Und für die extreme Rechte personifizierte er damit die sogenannte Dolchstoßlegende, also im Krieg angeblich hinterrücks erdolcht worden zu sein, was die deutschen Interessen angeht. Matthias Erzberger, der Mord an ihm vor 100 Jahren. Matthias Erzberger ahnt die Gefahr. Nein, er weiß um sie. Nicht lange vor seinem Tod vertraut er seiner Tochter an. Die Kugel, die mich treffen soll, ist schon gegossen. Der da ermordet werden soll, ist einer der meistgehassten Politiker der Weimarer Republik. Ein Verteidiger von Demokratie und Parlamentarismus, ein politischer und sozialer Aufsteiger aus ärmlichen Verhältnissen. Fleißig, ehrgeizig, provokant. Erzberger, der Sohn eines schwäbischen Schneiders und Postboten, zieht 1903 für die konservativ-katholische Zentrumspartei in den Reichstag ein, mit 28 als jüngster Abgeordneter überhaupt. Der zielstrebige, kompromisslose Schwabe eckt schnell an mit seiner Kritik an Kaiser und Regierung. Immer wieder versucht Erzberger, dem Reichstag größeren Einfluss zu verschaffen. Der Historiker Christopher Dove. Erzberger hat an die Öffentlichkeit appelliert und hat gesagt, wir müssen den Obrigkeitsstaat Kaiserreich zurückdrängen und wir müssen hinarbeiten auf eine parlamentarische Monarchie in Deutschland. Im Sommer 1914 drängt Erzberger wie der Kaiser und die übergroße Reichstagsmehrheit zum Krieg. Er fordert einen Sieg und Annexionen. Doch ab 1917 setzt er sich angesichts der aussichtslosen Lage führend für einen Verständigungsfrieden ein. 1918 dann drängen nicht zuletzt die Militärs Erzberger als Verhandlungsführer den Waffenstillstand zu unterzeichnen. Der nationale Leidensweg nach Compiègne war das schwerste und bitterste, was mir in meiner amtlichen Tätigkeit auferlegt worden ist. Ich habe aber das Bewusstsein, für unser teures Vaterland gerettet zu haben, was überhaupt noch zu retten war. Später votiert Erzberger auch für die Annahme des Versailler Vertrags, mangels realistischer Alternativen. Inzwischen Finanzminister der Weimarer Republik entwickelt er ein neues Steuersystem, das die enormen Kriegslasten gerechter verteilen und mehr Geld in die Staatskassen spülen soll. Doch diese Steuerreform macht ihn manchem noch verhasster. Historiker Christopher Dove. Durch die steile Karriere, die er gemacht hat, war er schon von Anfang an heftig umstritten. Sein Einsatz für den Versailler Friedensvertrag ist dann letztendlich eine konsequente Fortschreibung seines Eintritts für einen Verständigungsfrieden. Da fängt die Dolchstoßlegende an und die Reichsfinanzreform, wenn Sie so wollen, setzt dem Ganzen dann den Gipfel auf, indem er versucht, Kriegsgewinne wegzusteuern. Erzberger gilt seinen Feinden nun als Novemberverbrecher und Volksverräter. Hasstiraden und Verleumdungen werden verbreitet. Doch dabei bleibt es nicht. Mehrere Anschläge auf Erzberger verfehlen ihr Ziel. Dann, am 26. August 1921, wird er im Schwarzwald bei einem Spaziergang erschossen. Ich sah Erzberger als den größten Volksschädling an. Erklärt später einer der beiden Täter, zwei ehemalige Marineoffiziere, Mitglieder eines Geheimbundes, militante Feinde der Weimarer Republik, die deren Vertreter treffen wollen, im Wortsinn. Nach Matthias Erzbergers Tod gibt es ganz unterschiedliche Reaktionen. Riesige Protestkundgebungen auf der einen Seite, Genugtuung, gar Jubel auf der anderen. Reaktionen, die zweierlei zeigen. Die Unterstützung für den konservativen Erzberger weit über seine Partei hinaus, aber auch, wie tief und gefährlich gespalten die Weimarer Republik schon 1921 ist. Die Ermordung des Politikers Matthias Erzberger vor 100 Jahren.